Hallo, mit diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie mit EasyTemplate Artikel bei Hoot.de listen können. Als erstes gehen wir zu Hoot.de und tragen wir unter Einstellungen, in dem Fall ist es unter meinem Shop, Import Anbindungen und dann zu externe Einbindung einrichten. Hier können wir Passwort vergeben und diesen Passwort tragen wir dann später bei EasyTemplate und so kann dann EasyTemplate mit Hoot.de kommunizieren. So, wir gehen zu EasyTemplate anschließend unter Benutzereinstellungen Hoot.de. Tragen Sie dann den Benutzernamen vom Hoot.de und Passwort, das was Sie vergeben haben. Kurz speichern und einmal die Seite neu laden. Dann erscheint unter Tools neuer Menüpunkt Listener.2. Zum Unterschied zum normalen Listener erscheint jetzt hier Button Hoot.de. Hier können Sie gleichzeitig mehrere Artikel an Hoot.de senden oder natürlich auch welche importieren. Dann gibt es hier auch ein paar Spalten mehr. Falls die Spalten für Hoot.de nicht sofort erscheinen, das wären sie am Anfang auch nicht, dann müssen Sie diese erstmal hier freischalten und ja, einfach Häkchen setzen. Ich habe erstmal hier Artikelnummer aktiviert für Hoot.de und die Hoot-Vorlage. Auf Anwenden klicken und dann werden die zwei Spalten separat erscheinen. Nun gehen wir als erstes dann auf Artikel selber. Der Artikel Maske selber hat am Anfang hier die, sage ich mal, die allgemeinen Einstellungen zum Artikel und dann kommen die separaten Einstellungen für eBay und Hoot.de. Wir wollen erstmal probieren, mal einen Artikel bei Hoot.de einzustellen. Hierzu habe ich schon ein paar Einstellungen hier vorgenommen. Ich habe gesagt, ich will einen Artikel einstellen, das neu ist. Bezahlmethoden habe ich nur PayPal erstmal aktiviert. Startzeit wird automatisch genommen, da müssen Sie nichts machen. Hier müssen Sie Kategorie auswählen, ähnlich so wie auch bei eBay. In meinem Fall ist es Computer, Software und Internet. So, dann Versandservice. Also am Anfang ist keiner, da müssen Sie hier einen Versandservice auswählen. Ich sag mal mit 0 Kosten. Und Sie können natürlich hier auch Vorlage auswählen. Die Vorlage habe ich extra für Hoot.de angepasst. Das heißt, gehen wir kurz runter, ich zeige sie gleich. Hier gibt es einen neuen Button, heißt Plattform. Da können Sie sagen, ob Sie jetzt nach eBay sind wollen oder nach Hoot.de. Auch die anderen Button entsprechend reagieren. Zum Beispiel, jetzt habe ich gesagt Hoot.de. Das heißt, wenn ich auf Preview klicke, dann kriege ich die Vorlage von Hoot.de. Genau, ich habe hier einfach die URLs bei Menüleisten ausgetauscht. Genau, Preis-Buttons habe ich hier entfernt, da bei Hoot.de nicht so viel möglich ist wie bei eBay. So, Unterschied, wenn ich jetzt auf eBay-Plattform umschalte, auf Preview klicke, dann erscheint komplett andere Vorlage. Das ist jetzt Absicht, damit man einen Unterschied sehen kann. So, wir wollen wieder zu Hoot.de gehen. Wenn man alle Einstellungen vorgenommen hat, dann kann man auch zu Probe senden klicken. Ich möchte hier nochmal eine Möglichkeit hier zeigen, und zwar die ganze Herstellergeschichte. Falls Sie keine Marke oder einen Hersteller haben, dann können Sie den Häkchen deaktivieren. Dann meckert Hoot.de zumindest nicht. Ich zeige es mal kurz. Ich habe extra deaktiviert. Sage zur Probe an Hoot.de senden, dann kommt die Meldung GTN, ERN, nicht gefunden oder ungültig. Genau, mit dem Häkchen hier sagt man, dass der Artikel einfach keine ERN-Nummer besitzt. So, dann nochmal zur Probe senden. Jetzt sagt er erfolgreich, kosten 0 Euro. Das heißt, wenn ich jetzt auf Senden klicke, dann erscheint auch schon bei Hoot.de Artikel und was sich hier ändert, hier sollten wir dann die Artikelnummer bekommen. Das heißt, hier bitte nichts ausfüllen. Dieses Feld wird von Hoot.de ausgefüllt. So, machen wir das mal. Sagen wir mal senden. Da kommt auch schon die Erfolgreichmeldung. Gucken wir nach oben. Ja, die Artikelnummer ist da.
Und der Live-Preview-Button wird aktiv, das heißt, wir können hier auf Live-Preview klicken und wir sollten bei unserem Artikel landen. Jawohl, da ist er ja. Wunderbar, Artikel haben wir angelegt, Vorlage ist auch bereits drin, natürlich mit der Beschreibung. Das, ja, das war schon am eigentlich im Grunde alles. Das Video werden Sie hier unter Hilfe mit Videoanleitung vorfinden, wie auch alle anderen Videos. Was kann man hier noch machen? Ah ja, genau, das, was noch hier dazugekommen ist im Vergleich zum anderen Listener. Sie können jetzt hingehen und die Einstellung auf mehrere andere Artikel übertragen. Das heißt, Sie haben jetzt hier Einstellungen für Hut.de vorgenommen. Genau, man sieht hier, ich habe hier unter Hut Artikelnummer, nur Artikelnummer erscheint hier, während bei eBay jetzt keins. Ich kann jetzt hingehen, die Artikel gebündelt bearbeiten und auf Artikel-Einstellung kopieren. Und dann sage ich, ich möchte jetzt auf, nee, nicht auf, sondern von dem Artikel hier. Und zwar, genau, das ist der erste, das ist den, wo wir jetzt gerade eben angelegt haben. Von dem Artikel möchte ich die Einstellung von Hut.de kopieren. Und zwar auf die zwei weiteren Artikel. Sage ich mal anwenden. Dann ist er durchgelaufen. So, das heißt, hier sollten jetzt die Einstellungen erscheinen von, genau, von dem Artikel, wo wir gerade eben angelegt haben. Die Vorlage ist auch schon gesetzt. Ja, das war jetzt auch alles zu Hut.de. Vielen Dank.